So, und jetzt geht der Faden schon schwierig, jetzt wird es schon fester. Und dann ziehe ich den durch. Karl Kersten aus Bebra übt ein seltenes Handwerk aus. Der 64-Jährige hat das Stuhlflechten zu seinem Hobby gemacht. Ab und zu bringen Freunde dem Eisenbahner in Altersteilzeit alte und nicht mehr heile Möbelstücke vorbei. Ausbessern kommt selten in Frage. Meist muss die Bespannung von Lehne und Sitz komplett erneuert werden, wie bei diesem Stuhl. Das Flechten der Rattanstreifen zu einem regelmäßigen Achteckmuster erfordert viel Konzentration. Weit über 10 Stunden Arbeit kann ein einzelner Stuhl in Anspruch nehmen. Eine Herausforderung stellen die Kanten dar. Wenn keine Fugen vorhanden sind, muss Kersten mit Klebstoff arbeiten. Gelernt hat Kersten das Handwerk als Kind von seinem Opa und einige Werkzeuge stammen noch aus dessen Werkstatt.